Here we go again. Weiter geht's. So, okay. Wir sind hier. Wir gehen wieder zu LR. Und ich glaube, wir sind zur falschen Uhrzeit hier, ja. Zwischen 7 und 10. Das heißt, uns wird jetzt nichts anderes übrig bleiben, als hier die scheiß Wohnung zu kaufen. Damit wir hier ein bisschen Zeit vergehen lassen können. Die 200 tun halt wirklich weh. Die hätten wir eigentlich gebraucht. Gut, ich meine, Pluspunkt ist, wir können jetzt auch hier unsere Munition auffüllen. Kriegen wir Gewehrmunition? 8. Warum nur 8, Alter? Na gut, okay. Wir... Ah, guck mal. Okay, das hab ich so gar nicht... Ich habe da zwar schon mal durchgeguckt, aber hier mit diesen... Was du wann machen musst, habe ich so tatsächlich noch gar nicht wahrgenommen. Eliminiere alle Spieler in einem Pokerspiel in Armadillo. What the fuck? Okay, 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 alles klar. Good to know. So, wir speichern mal. Und dann gucken wir nochmal, ob jetzt die richtige Uhrzeit ist. Buenas. Wir waren einfach schneller wie der Ladebildschirm im Hintergrund. Yeah, here we go. Por unos pesos podemos retirar a mi cuarto y conocernos mejor, eh? No me toques. iPhone. No tengo nada. Gentlemen, gentlemen, I thank you. Oh yeah. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank you. Ich frag mich wirklich, ob das damals echt so war, dass einfach überall gepokert wurde. Egal, wo du hingehst, es wurde überall einfach gepokert. Mexiko, Amerika, in jedem Gasthaus. God, my wife died. Unlucky in love, lucky in cars. Carzon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay then, gentlemen. Namakshon! Hä? Warum hat er jetzt random wieder auf einmal Deutsch geredet? Es war genauso random wie einfach dieser eine Grabstein, wo auf Deutsch irgendwas drauf stand. Ja, Hilfe überspringen. Ich weiß nicht, wie man pokert, Digga. So, überspringen, bis du dran bist. Okay. So, was haben wir? 3 König. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Wir haben 1000 Chips. Da können wir schon mal für 10 mitgehen. Okay, er hat keinen Bock mehr. Er ist raus. Er erhöht. I check that. That's better. Wie ist denn das jetzt? Also ist jetzt hier nicht wirklich relevant, aber... Nach dem Ass geht die Straße wieder bei der 3 los oder nicht? Weiß das irgendwer? Also kann ich eine Straße machen mit zum Beispiel Dame, König, Ass, 3, 4? Oder muss die Straße wirklich von 3 bis Ass sein und dann ist vorbei? Wir schieben mal, weil wir haben nur Scheiße. I fault. Aber der Penner hat erhöht, Alter.
meine, 18 kann man auch mitgeben. Now, ain't that something. Und bitte nerv mich nicht, Digga. Ach komm, ey, hör doch. Ich meine, wenn noch eine 6 kommt, 3, 4, 5, 6, 7. Dann, wenn noch eine 6 kommt, haben wir eine Straße. I just ain't getting the cards. Digga, echt jetzt? 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine fucking Straße. Alter, gib ihm. So, jetzt setzen wir mal, Kumpel. Wahrscheinlich fickt uns jetzt. Was? Er hat nochmal 4. Was? Nein, er hat einen Straight. Ach, was? Lucky as each other. How interesting. Oh mein Gott, geteilter Pot. I think I'm getting the hang of this. Ich dachte, das ist gefickt, Alter. Was just what this game required. Aber ist ein Straight nicht über einer Straße? Habe ich es nicht verstanden, aber egal, sei es drum. 6, 8. Oh, das klingt wieder nach einer Straße. Wir gehen mal mit. No, thank you. Interesting. Race. Ah, komm. Okay, wir haben ein Achterpärchen auf jeden Fall mal am Start. 6, 7 haben wir auch schon, okay. 45, können wir mitgehen. Er ist wieder drauf. 4. Let me see. Looks like the table has turned. Okay. You fucking cheat! Alter, was mit dir? Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller, let's calm down, there must be some mistake. There's no mistake, your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany, calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Ach, der ist Deutscher, deswegen hat er uns vorhin auf Deutsch weggetextet. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. Alter, genau so stelle ich mir eine Pokerrunde damals vor. There must be a name for this. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Hat ihn einfach so random gerade Germany genannt. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Ich dachte, wir spielen jetzt weiter. Ach, ein Duell. Okay. Ich dachte, sie reden über die letzte Runde jetzt. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. Let's get this over with. Ich meine, wir hatten ein Duell, glaube ich, bis jetzt in dem Game. I'll show you what happens to filthy cheats. Das haben wir direkt gewonnen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert hat. Irgendwie L2 spammen oder so. Ach, scheiße. R2, okay. Aber wir haben ihn trotzdem gefickt. We've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Your help. Er hat's halt provoziert. You, the man they call Marston Sea. Es geht denn jetzt schon wieder ab. Like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Marston. Peleamos ahora, eh? We fight now. Careful, Marston. I know that girl. Ayúdame, alguien. Thank you.
Warum wollen sich denn alle hier immer abstechen und töten und duellieren, Digga? Okay. Oh je, und okay, jetzt sind wir gegen das ganze Dorf. Alles klar. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Alter, ich hab doch nicht angefangen. I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Just a little something for my troubles. So, mal gucken, was er dabei hat. $6, Alter. Der war wirklich scheiße im Poker. Sonst hätte er wahrscheinlich mehr Geld dabei. What's your problem, partner? Quítate del medio, tonto. So, Landon Ricketts. Wir ziehen einfach seine Missionsreihe hier mal durch, weil wir sind eh die ganze Zeit hier. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Hey, Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Yes. Already had me a woman. Got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me, I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts, Mr. Ricketts, thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir, but Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. ¿Cómo está usted? Let's head for Escalera. Okay. Ich frage mich tatsächlich,
Die Leute überschneiden sich ja praktisch bei... Also von Red Dead 1 auf Red Dead 2 hast du ja Überschneidungen einfach bei den Menschen, die du spielst, die du im Game triffst. Ich frage mich, ob Red Dead Redemption 3 auch wieder praktisch an die Story anknüpft, an die Zeitlinie. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. You see that? Prison wagons. That must be them. Come on. See if you can take control of that first wagon. Come on! Erledige die Fahrer, ohne die Kutschen zu demolieren. Okay. Also eigentlich muss ich nur ihn killen. Ja. Aber was halt ein ganz großes Problem wird bei Red Dead Redemption 3, wenn sie wieder an dieselbe Zeitlinie anknüpfen wollen. Du hast ja in Red Dead Redemption 2 war ja schon so ein bisschen der... Da wurde ja einfach öfter thematisiert, ja, hier die Zeit der Gesetzlosen ist vorbei. Also da ging es ja schon so in die Richtung, dass es keine... Diese Banden und die ganzen Gesetzlosen, dass es die bald nicht mehr geben wird. Das heißt, du kannst halt schwer daran anknüpfen, weil dann hast du im Endeffekt irgendwann dasselbe Problem wie bei Assassin's Creed. Dass du einfach irgendwann die Zeitlinie so weit weitergespielt hast, dass du eben einfach, ja, halt in der Neuzeit bist. Das würde natürlich dem Game einen Großteil von seinem Charme nehmen. Ich glaube aber, Red Dead Redemption 3 wird irgendwie wieder was komplett Neues. Es sind ja auch alle tot. Mein Gott, es ist hässlich zu zielen beim Fahren. Ja, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Scheiß fast treffe, aber okay. Ich glaube, we made it. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so.
Okay. Ah, wir sind wieder in fucking America. So. Dann ab zu Santa Maria. Alter, kennt irgendwer noch Schuh des Manitou eigentlich? Einfach so ein geiler Film. Ich muss so oft dran denken, während ich dieses Game zock. War einfach legendär. Was geht hier? Alter. Oh nee, Luchse. Ich hasse Luchse. Das war ein bisschen auf gut Glück, Alter, dass ich ihn nicht treffe. $5. Danke. Da haben die fucking Patronen, die ich benutzt habe, mehr gekostet. Aber egal. Wir sind ja Good Guy. Wir helfen ihm natürlich. Also Schuh des Manitou war wirklich legendär, aber das Traurige ist einfach, ich glaube, das wäre einfach auch ein Film, den du so heute gar nicht mehr zeigen dürftest oder produzieren dürftest, weil sich halt irgendwer einfach wieder angegriffen fühlen würde. Und damals hat es einfach keinen gejuckt. Also damals war keiner beleidigt von dem Film und keiner hat sich irgendwie diskriminiert gefühlt, weil es einfach fucking Comedy ist. Und es wurde ja auch eigentlich legit niemand beleidigt in dem Film. Alter, und was ich wirklich übelst enttäuschend fand, ich habe einfach letztens, weil wir gerade bei Schuh des Manitou sind, habe ich mir einfach letztens Traumschiff Surprise angemacht wieder. Und den habe ich zwar im Kopf, den Film, als nicht so gut wie Schuh des Manitou, aber trotzdem als gut, als lustig. Alter, ich habe irgendwie nach einer halben Stunde ausgemacht oder so, ich konnte es mir überhaupt nicht geben. Also der Humor hat mich gar nicht mehr gepackt von Traumschiff Surprise. Und also Schuh des Manitou immer noch Legende, das weiß ich so, den habe ich irgendwann nochmal gesehen. Aber Traumschiff Surprise hat mich gar nicht abgeholt irgendwie. Und ich weiß, den fand ich damals auch cool. Aber gut, ist halt 20 Jahre her. What do you want, Gringo? Gringo. What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. I've been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, Gringo? I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? Digga, wie jeder immer gleich Stress will, Alter. To my country. My poor little country. And you think you can be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax! I mean, relax! How are you? Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's arm to the teeth. Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Just come eat, drink, and then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa.
John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroyed a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, a killer. Mm-hmm. No, was habe ich getan? To our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt. Aber Javier Escuela gab's doch auch in Red Dead Redemption 2. You heard anything of these men? Der Name sagt mir was. Or what is left of it. War das nicht? War nicht bei Red Dead Redemption 2 Javier Escuela einer von den Outlaws, die du töten musst für diese eine Fotoquest? Da musst du doch so 6 oder 7 Outlaws finden und umbringen und dann Bilder von ihnen machen. Genau, Revolverhelden. Revolverhelden hießen die. Und ich meine, einer davon war Javier Escuela. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly you could ride with us? And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. Ah, das ist bestimmt Tequila, was sie trinken, Alter. Widerlich. Widerlich einfach. Tequila, ekelhaftster Alkohol. Kann ich hier mitfahren, Digga? Stabil. Einzige Tequila, der Spaß gemacht hat, war einfach Circus Saligali Tequila Suicide. Das war fucking witzig. You did not expect such a warm welcome from the Mexican army, I can see. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words that the peasants have been taught, but do not understand meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? We just repeat lies you heard. Papagayo, Alter. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better, to pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these outlaws you hunt? This Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela? Well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of a past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here.
They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor. And we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. This rebellion, it is a disease. It is killing this country. Don't the people have the right to stand up for themselves? The right? The right! Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. I'm just saying there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid and like cows they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had. Aber eigentlich wollten wir den Coronel ja umbringen. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Das war gar kein dummes Gespräch gerade. Abraham Reyes, he's a traitor, a liar, a coward and a sinner, a hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcon, giving speeches. It is easy to make promises you can never keep. It takes more than a few promises to build an army. Reyes wants power, nothing else. He doesn't care about anybody but himself. He's prepared to destroy everything my compatriots have fought and died for, just to hear people shout his name. Were you ever in an army? No, sir. I was never in the army. I thought as much. You have the air of a man who knows little of loyalty and this one. Okay. Scheiß auf die Hunde. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving to Parrosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. But there are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Kämpfen wir jetzt echt gegen die Rebellen, Digga? Ich dachte, wir wollen ihnen helfen. Oder kriegen wir noch die Entscheidungsfreiheit, wem wir helfen? Digga, wo ist denn mein Pferd? Da hinten. Vamanos! Vamanos! Oh shit, wir haben eine Health Bar für die Lokomotive. Okay.
Interesting. Here we go. Boah, Alter, dieser Dude von vorhin würde uns so hassen, wenn er das jetzt sehen würde. Der war doch so komplett auf der Seite vom Volk und hat gesagt, hier der Armeeanführer ist übel der Hundesohn und so. Ich glaube, der würde es überhaupt nicht fühlen, was wir hier machen. Ich habe letztens seinen Namen schon wieder vergessen. LR. LR war sein Kurzname. Wie hieß denn der, Alter? Jetzt, Alter. Wir müssen gucken, wir haben nicht mehr allzu viel Munition für das Gewehr. Überleben die seit neuestem nur zwei Hits, Alter. Das Gewehr hat mal alles gewonshottet. Ich verstehe aber auch nicht die Healthbar von der Lokomotive. Weil die haben jetzt schon ein paar Mal drauf geschossen und es hat sich einfach nicht verändert. Der trifft einfach nicht. Wir haben eh schon fast keine Muni mehr. Okay, 0 von 0, wir müssen wechseln. Junge, 193 Schuss. Ich glaube, der war besser. Oder? War Karabiner oder Winchester repariert? Wir haben halt auch keine. Wir haben halt auch keine Übersicht irgendwie, wie bei Red Dead Redemption 2, welche Waffe macht wie viel Damage. Das musst du dir hier halt irgendwie selber zusammenreimen. Also im Game, obviously, nicht in echt. So, okay, ich glaube, wir sind da. Beautiful. Todo bien, compadre. Did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. The fuck? ¡Los rebeldes están robando el tren! ¡Levántese, perezosos, que sepa que le estoy pagando!
Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop that train before it crosses the bridge. Yeah. Todavía levántese. Usted también. Y allá atrás, muévase. ¿Qué le pasa a usted? Ay, oh, Dios mío, levántese. Ya mismo. Alter, haben die den scheiß Zug geklaut oder was? Holy shit. Okay, okay, okay. Okay, die Waffe ist auf jeden Fall schneller als die andere. Die Frage ist halt, wie halten wir den Zug an? Irgendwer schießt mal da oben. Reite neben die Spitze des Zuges und springe auf. Okay, 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 okay. Ah, da war's gerade. So, aufspringen. Das wird fucking knapp. $50 bekommen. Sehr schön. Können wir vielleicht den Zug noch irgendwie looten? Was war das? Hochklettern? Aufs Dach oder was? Ah, da sind Leitern. Okay, okay, okay. Frage ist, hier irgendwo noch eine Kiste oder so mit so einem Goldbarren oder irgendwas. Das wäre natürlich geil. Aber sieht nicht so aus. So, soweit so gut. Wir sind natürlich jetzt wieder am Arsch der Welt da hinten. Wir haben hier wieder das Santa und wir haben... Irgendwo war noch ein L. Warum sehe ich das nicht? Hä? Hä, wir haben hier ein D und ein L auf der Minimap. Da sind die beide hier auf einem... Nee. Hä, warum sehe ich das L nicht auf der eigentlichen Map? Hä? Na gut, okay. Also. Wir machen auf jeden Fall eine Schnellreise diesmal. Wir machen auf jeden Fall diesmal eine Schnellreise. Schön mit einem komfortablen Lager. Stimmt, Alter, das haben wir auch noch geholt. Das weiß ich schon gar nicht mehr. So, zum Zielort reisen. Die Frage ist jetzt... Oh shit, wie hieß das? Wie hieß das? Kacke. Komme ich auf die Map? Oh ja. Escalera. Escalera, da ist es doch. Let's go. Ach, jetzt ist es da. Luisa Fortuna. Ach, das war doch die wir befreit haben, die wir gerettet haben. Maschallah, Digga. Okay. Aber wir machen hier mal weiter mit ihnen. Bin, wie gesagt, eigentlich ein Freund davon, dass wir Questreihen am Stück durchmachen, soweit es möglich ist. Oh, hier gibt's auch einen Waffenladen. Da schauen wir auf jeden Fall mal rein. So, aber ich gehe ganz kurz aufs Klo vorher. Geht gleich weiter. Bis gleich.
Weiter geht's. Bienvenido. Let me know if I can help. The jóvenes joke about. Hello there. Buenos dias. So, jetzt mal gucken, was der Boy hier so. Oh mein Gott, Digga. Semi-automatische Pistole, Alter. What the fuck? Bolt-Action-Gewehr. Mit 375. Alter, wir brauchen wirklich mehr Geld. 500. Fumamos Don Peliberto. Junge, der hat einfach eine Tech, Alter. Semi-automatische Schrotflinte, holy. Okay. I see, wir brauchen mehr Money. We need more Money. Ich werde mir jetzt auch von dem Billigscheiß nichts kaufen hier, diese semi-automatische Pistole oder so, weil lieber hole ich mir eine richtig geile Waffe. Ich sag mal, das Gute ist halt, wir kriegen halt auch für die Schrotflinte kriegst du halt auch Munition so beim Spielen von den Gegnern, die du lootest. Für dieses Springfield-Gewehr, das wir haben, kriegen wir halt einen Scheiß. Also da kriegen wir irgendwie gefühlt 10 Gegner, kriegen wir da 2 Schuss. Das ist natürlich, das geht sich halt nicht aus. Und ich habe halt keinen Bock mehr Munition zu kaufen irgendwie, weil die ist halt unnormal teuer in dem Game. Ja, Junge, wo müssen wir denn hin, Alter? Warte mal. Hä, wir sind noch falsch hier. Wir müssen hier lang, oder? Ja, okay. Kommen wir hier rein? Ja. Aber hübsch hier, ey. Schöne Villa. Schöne Villa, Digga. Llorón, maricón, me das asco. Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está en pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que ese bruja que me traiste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho. A drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used. If you're to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can
Do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte, no ponga detrás de mí? ¿Qué eres, cabrón? Ist er echt auf uns angewiesen, dass wir da seinen Männern helfen, Digga? Einfach ein Dude, das ist ihm so wichtig. Na gut. Ich meine, wir haben keine wirkliche Alternative. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in any case, you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance and is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? Come on, I will race you there. Go. Here are the boat. Ciao. Ich weiß nicht, ob ich das fühle, dass wir denen jetzt helfen. Also, ich meine, er verteidigt das zwar die ganze Zeit und was sie da machen und so, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das die Guten sind. Bin ich early, Alter. Also, aber ja, wie gesagt, wir haben ja nicht wirklich groß die Wahl. Wir folgen der Storyline. Aber ich glaube, diesen Coronel werden wir am Ende trotzdem töten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Oh, wow, wow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dem helfen, der am Ende dann... Also, weiß ich nicht. So, I guess we ain't taking any prisoners then. Holy shit, was geht denn hier ab? Wir haben ihn auf jeden Fall fett abgezogen in seinem Bett drin. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Ich suche den Ort nach Rebellen. Okay. Da war schon mal einer. Oh mein Gott, Alter. Hä? Hä, was ist jetzt los? Junge! Alter, ich bin hinter der Kiste gebackt, Digga. Hä, ich kann nicht mehr... Hä? Oh mein Gott. Wir sind komplett aus dem Game gebuggt. Was ist denn jetzt los? Okay, Controller geht noch, aber ich kann mich im Game nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr drehen. Wir können auch nur noch nach vorne laufen. Nein, die Kiste hat uns gefickt. Wir können nichts mehr machen. Wir können nichts mehr machen, Digga. Nein! Können wir irgendwie Waffe wechseln? Kommen wir irgendwie wieder raus aus dem Glitch? Nein! Können wir minimieren und wieder reingehen? No way. Autosave von 13:43 Uhr. Digga, das war halt vor 15 Minuten, gell?
Da sehe ich mich nicht so. Statistik? Nee. Alter, was gibt's denn hier für fucking Statistiken, Alter? Ja, crazy. Wert gesammelter Kräuter, 1 Dollar. Okay, stark. Ándale, por favor. Quédese conmigo, ahorita. No va a pasar nada. Können wir hier... Ich meine... Der Vorteil wäre jetzt ganz klar, wenn wir hier sterben. Dann können wir halt die Mission restarten. Er trifft uns halt nicht. Wir haben nicht mal mehr eine Waffe in der Hand. Scheiße, ich kann noch nicht zurücklaufen, damit er mich trifft. Alter, was ein ekelhafter Bug. Das ist wirklich widerlich. Aber, ich meine, ist der erste Bug, den wir haben in diesem Game. Der, oh, ja, hoffentlich sterben wir. Ja. Ich weiß nicht, wer auf uns schießt, aber good job. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Alter. Ab Checkpoint wiederholen. Also mein Safe Game von vor 15 Minuten zu laden, hätte ich jetzt überhaupt nicht gefühlt. Da hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ja, genau. Sehr schön. Okay. Wir gehen auf keinen Fall wieder hinter diesen selben Kisten in Deckung, damit wir wieder den Bug bekommen. Das fand ich jetzt nicht so geil. Komm, peek nochmal. Und mach's gut. So, okay. Wo können wir denn in Deckung gehen? Vielleicht hier? Oh, wir hatten echt Glück gerade, dass wir gestorben sind, dass der eine uns noch gekillt hat. Oh, das Ding schießt aber echt schnell, muss ich sagen. Ist schon ganz cool. Gott, Alter, ich dachte, wir haben es fast geschafft, Alter. Jetzt kommen da nochmal 25 neue. Oh, shit. Oh, shit, wer ist er denn? Digga, steht er auf einmal vor mir. So, einer noch da oben. Okay, Hammer. Don't think you'll be needed. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? John, you're helping Mexico. ¡Vámonos, muchachos! ¡Buen trabajo! Yo me quedo aquí para vigilar el gringo. Sie helfen Mexiko, ja, bestimmt. Fühle ich nicht so hier, aber also denen zu helfen. Jetzt macht dasselbe, oder was?
Stop wasting time. Ah, chill doch mal. So, nee, warte mal hier. So, Feuerflaschen nehmen, okay. Benutze den Bogen, um zu... Ach so, den Bogen. Den Bogen. Ich dachte schon, seit wann haben wir einen Bogen, Alter? Ich meine, es sind einfach Steinhäuser. Ist nicht so, dass da jetzt viel wegbrennen würde, aber okay. Wenn das ihr Plan hier ist, Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Du wirst immer berühmter. Suchtrupps, Kopfgeldjäger und andere Verfolger warten nun zweimal so lange, bevor sie dich verfolgen. Na, immerhin. Geschäfte haben neue Gegenstände im Angebot. So, was haben wir hier noch? Hast du Geld dabei? Ja. 3 Dollar. Gar nichts. Ah, 6 Dollar. Okay, okay. So. Jetzt haben wir dem Knecht doch geholfen. Bin ich mal gespannt, ob er jetzt sein Wort hält und jetzt uns hilft. Irgendwie glaube ich nicht dran. Aber... Mal gucken. Mal gucken, Digga. Boah, ich glaube, heute werde ich mir auf jeden Fall was zu essen bestellen. Irgendwie habe ich halt Bock drauf. Irgendwas, was ich nicht hier habe. Alter, was mich so hart triggert. Fucking McDonald's ist einfach 3 Kilometer von mir weg. Den gibt's auch bei Lieferando. 3 Kilometer. Und wenn ich auf diesen scheiß McDonald's gehe, kommt da einfach, ich bin nicht im Liefergebiet. Alter, wollt ihr mich verarschen? 3 Kilometer. Wer ist denn dann im Liefergebiet? Die Mitarbeiter, die da arbeiten oder was? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Mr. Marston, ride with us. We've been betrayed. What's happened? There's no time. Ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. There's a combo waiting for us. Come, we must hurry. Let's go. Eigentlich wollte er mir jetzt sagen, wo Javier Escuela ist, aber okay. What's the hurry, DeSanta? Where we go? Junge, wo ist er denn? Da. Leave your horse here. You will ride with me. Yeah! Los rebeldes tienen una fortaleza ahora. ¿A dónde vamos a parar? Abraham Reyes tiene un verdadero ejército. Dicen que hay cientos de hombres apostados a Torquemada. Creo que somos muy pocos. Get on the wagon. We do not have time for this. Doch auf der Kutsche, Junge.
Aston, wake up. We're almost there. Stay alert. Something doesn't feel right. Rebels, hold them off! What the fuck, Digga? Ich schwöre, ich habe mal irgendeinen Film gesehen über den Irakkrieg, Alter, da sah es einfach genauso aus. Da sind auch so 3-4 Panzerwegen hintereinander gefahren und auf einmal hat es den vorderen komplett zerlegt, Alter. Hier, was machen wir jetzt? Räuchern wir die Rebellen aus, oder was? ¿Dónde carajo están nosotros que necesitamos? ¡Nos van a masacrar con estos pocos! Rebeldes que tú y tus hombres se habían encargado. No sé si entienden lo que dicen. Cuidado con ese tono de voz. Master, come on, ignore the stupid. Shut your mouth, office boy. Gringo, take that sniper rifle over there. We have men's work to do. Geil, Alter. Endlich eine fucking Sniper. Aber wo sind die? Ach, da oben. I see. Okay, okay. Boah, Alter, Digga. Wie soll ich denn hier aimen? Okay, also damit sind sie wirklich One-Shot. Völlig egal, wo wir sie treffen. Ja, gut. Vorausgesetzt, wir treffen sie natürlich. Okay, peek, 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 peek. Dürfen wir das behalten? Habe ich das? Oh, ich glaube schon. Wir haben noch 11 Schuss, okay. Ah, ist das die... Nee, das ist... Also Sniper-Munition ist wieder was anderes wie Gewehrmunition. Alter, ist so weird. Aber okay. Treff ich den? Ja. Aber wir sind schon fast hier. Nee, ich nehme lieber wieder das andere. Da in Deckung zu gehen, ist jetzt nicht so geil. Also für euch natürlich, nicht für mich. Mal welche. Wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Geld, deswegen looten wir natürlich alle, die hier rumliegen. Ich hoffe, da vorne stirbt niemand, der jetzt irgendwie elementar wichtig ist. $140, das ist fucking worth it. Ich meine, gut, du kriegst $3 bis $7 von jedem Gegner. Das summiert sich natürlich schon recht schnell. Gerade in so fucking Schlachten wie hier halt. Einer lebt noch. Treffe ich den? Na komm, was ist mit dir? Er hockt da einfach. Was geht? Ja, okay. Boah, Junge, Alter, wie viele.
so much for cover! Have a strap! Kill the sniper! Gehos de puta! Sollen wir snipen? Okay, guck mal, der eine hier kotzt mich mega an. Der hat gerade noch auf mich geschossen. So, jetzt kommst du. Ach, da war ein Sniper, gegnerische Sniper. Okay, okay. Alter, was ich super weird finde. Wenn ich jetzt den ganzen Tag einfach nichts esse, weil ich frühstück sehr selten. Wenn ich den ganzen Tag so ein bisschen Hunger und so gegen zwischen 14 und 17 Uhr kriege ich richtig Hunger. Wenn ich jetzt um 9 Uhr was frühstücke, dann bin ich bis 14, 15 Uhr satt, aber da kriege ich dann trotzdem wieder Fetthunger. Also eigentlich kommt es voll aufs selbe raus. Frühstücken ist einfach total überbewertet. Ey, wie es ihn einfach trifft, obwohl ich 2 Meter neben ihn gezielt habe. Aber okay. Alter, wie viele? Chillt doch mal. Scheiße, wir haben keine Muni mehr. Ja gut. Vielleicht hat einer von denen hier was dabei? Den Sniper-Ammo? Oh, da ist eine Kiste. Ach, so richtig random steht hier einfach. $19. Ja, chill doch mal. So, das ist. Digga, oh mein Gott, Alter, da kommen nochmal 45 Leute. Alter, ich habe mich einfach schon 2-3 Mal in dem Game gefragt, warum kann ich den jetzt nicht anvisieren? Und dann habe ich gecheckt, dass es einfach unser Mate war. Holy shit, Alter, wir nehmen hier einfach fucking Festung ein. Gute Controller Aim. I love it. Also wenn das keine Headshots sind, dann weiß ich auch nicht, Digga. Aber ja, das Aiming ist ein bisschen weird in dem Game. Er schießt immer irgendwie so ganz leicht versetzt manchmal. Also du zielst irgendwo hin, dann siehst du einfach deinen Schuss fliegen und der fliegt irgendwie so 2 Millimeter weiter rechts oder links. Oh mein Gott, wir werden fucking rich hier, Alter.
Werden fucking rich. Tengo hambre, lo que sea, mujer. Amigo, amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. my man and I will finish our business here and we can talk back at Escalera. The next time I see what you, the fuck? I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Morgen ready, 77 Cent bei Kaufland. Ja, Digga, aber wenn ich in meinen Schrank schaue, dann auch für 3 Cent würde ich, glaube ich, kein Red Bull kaufen. Alter, ich habe so viel, das reicht mir fürs komplette nächste Jahr, Digga. Also ich habe, was habe ich denn jetzt da? Ich habe 3 Paletten Monster hier und eine Palette ready. Also irgendwann, das mehr passt gar nicht in meinen Schrank, das ist das Nächste. Ich habe gar keinen Platz, wo ich das muss ich in den Keller stellen, Digga. So. Ich muss aber auch ehrlich sagen, oh mein Gott. Ich kenne dich. Okay. Hä, hier ist auch nochmal eine fremde Person. Okay. Dann machen wir das doch gerade mal. Ich muss aber sagen, dass er jetzt hier der Armee hilft. Auch gerade im Hintergrund, wo die Frauen erschossen worden sind und so. Ich glaube, ein Arthur Morgan aus einem Red Dead Redemption 2 hätte an der Stelle mehr Charakter gehabt, zu sagen, ich bin raus, ich helfe euch nicht mehr. Also da finde ich, konnte ich mich mehr mit Arthur Morgan identifizieren. Aus Red Dead Redemption 2, weil er einfach charakterstärker war. Oder weil er halt mehr... Hä? Ah. Oder weil er halt einfach mehr Persönlichkeit hatte. So. Er hier macht es halt so einfach mit und ja, okay, und okay. Gibt ab und zu mal irgendwie einen Kommentar dazu ab, aber... Ich meine, generell waren die Charaktere in Red Dead Redemption 2 ein bisschen deeper geschrieben vom... Also da war wirklich jeder Charakter 100% einzigartig. Was? Ach, scheiße. Nee, sorry. I've got shit to do, Alter. Ey Marco, Digga, kannst du mir heute vielleicht mal so eine Sesampizza klar machen? Ich hab übel Bock, Alter. Ich hab mir gestern Abend schon fast eine Pizza bestellt, halt ohne Sesam. Aber... Dann habe ich so kurz nachgedacht und dann war ich einfach so müde, dass ich mir dachte, nee, Digga, ich gehe einfach pennen. Scheiß drauf. Vor allem, ich war ja gestern echt früh daheim, also relativ früh. Ich war so um 19 Uhr oder so, war ich, glaube ich, daheim. Oder 19.30 Uhr. Und dann dachte ich mir, echt, komm, ich baller jetzt noch ein bisschen Stream rein. Alter, aber diese 8 Stunden Autofahren, die haben mich so hops genommen. Dass ich mir dann einfach nur dachte, nee, Digga. Gar keinen Bock mehr irgendwie. Alter, das war doch gar nicht so weit, Junge. Wo reiten wir denn? Holy shit, Alter. Wie lange wir unterwegs sind, hey. So, wie kommen wir da hoch? Hier. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sidequest ist. Ich meine, die ist lila, das heißt, wir haben schon mal mit dem geredet. Ach, der! Der ist das, Junge. Welcome to Nuevo Paraiso, John. Where do I know you from? You're famous, John.
You're the man who shot a bunch Robbery, wenn jemand beklaut. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. You're a man who decided right and wrong. Between a man and death. Between a man and his wife. And who are you? You know, I admire you, John. I hope my boy turns out just like you. Aber bei GTA hast du keine Ehre, gut oder schlecht, oder? Da gab's sowas, glaube ich, nicht. Ob du gut oder böse bist. That's very curious. I'll let the appropriate authorities judge my morality, friend. Yes, you will. And they shall. Anyway, I hear that an old nun is traveling from the monastery, taking the money she raised at the bank. Why don't you head up there and see if you can lend her a hand? Road's full of thieves. Either that or rob her yourself. I'll see you around, John. I hope you don't. Finde die alte Nonne bei Las Hermanas. Okay. So, das ist da drüben. Okay, cool, cool, cool. Aber wir haben hier nochmal eine fremde Person. So, dann gehen wir erstmal mit dem hier reden. Springt bitte da runter. Sehr schön. Ich glaube einfach Falldamage, Junge. Du kannst jetzt am Armdrücken teilnehmen. Okay, interesting. Alter, wir waren gestern essen übrigens. Da in Montabaur bei meiner Oma. Digga. Ich habe erstmal so geguckt, Restaurant mit den besten Bewertungen. Ich so, ja, hier, dann sind wir da hingegangen. Und dann gab es dann Burger, Burger Ziegenkäse, hat doch irgendeinen fancy Namen gehabt. Ich weiß, Burger Einsame Nacht oder wie der hieß. Nee, den gab es auch, aber den habe ich nicht genommen. Ich glaube, der hieß einfach Burger Ziegenkäse. Alter, dann kam ein Burger. Junge, der war... Also sag mal, ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Burger. Ich guck die Bedienung an, ich sag eiskalt zu der, ich so, wie soll ich denn das essen? Also halt nicht als Kritik, eher so mit einem Lächeln, so ein bisschen aus Spaß. Und sie so, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber die Frage kriege ich oft gestellt. Ich so, ja, super. Ich so, dann sage ich, aber ich habe mal so ein Knigge-Video gesehen, wie man so einen Burger isst. Und die haben tatsächlich gesagt, wenn du so einen großen Burger hast, dass du den nicht mehr essen kannst, musst du den separieren. Also du nimmst dann praktisch den Burger auseinander und isst die Sachen einzeln. So, spießt halt immer so ein Stück Fleisch mit einem Stück Brötchen auf und zerschneidest den halt sozusagen und zerlegst den. So, oh, hier ist eine Kiste. Alter, dieser Burger war ein normaler Burger, ein fettes Rindfleisch-Patty, Ziegenkäse und das hat so geil gepasst zu diesem Ziegenkäse, da war einfach so, da war irgendwie Apfelbirne mit drauf, aber so mit Zuckerzimt. Alter, und dieses Süße mit diesem salzigen Ziegenkäse, es war einfach nur schön, Alter. Es war einfach nur richtig geil. Was geht hier jetzt eigentlich schon wieder ab? Alter, Digga, chill mal. Hey, Migo, give it a rest. Enough. Stop hitting the girl. The fuck? Happy now? You're low, brother. You like her? You can have her. Yeah, she's pretty clean and pretty dirty also, huh? She's yours for 200 American dollars. Mario, you are evil. No, Eva, I'm just a cowherd who can no longer afford a cattle. Kann ich ihn noch einfach erschießen? Cowboy? Huh? Holy mother, save me from this man. Come on, $200, man. Take the damn money, you bastard. She's all yours, okay? And
Ich weiß halt nicht, was passiert wäre, wenn wir ihn einfach erschossen hätten. Weil die Quests rein, oder die Quests haben ja immer mehrere Steps, dass wir die Leute nochmal wieder treffen. Wenn ich ihn jetzt erschieße, habe ich halt ein bisschen Angst, dass ich die komplette Questreihe dann cancel sozusagen. Ich meine, wir haben ja auch gerade $600, das ist ja eigentlich fein. Was ich mich frag... Kommen wir da rein oder nicht? Nee. Was ich mich frag... Können wir jetzt von hier praktisch schnell reisen, auch in den Norden? Zu diesem einen komischen Würfelspiel, das wir noch gewinnen müssen? Weil das wäre natürlich insane. Oh, das ist nicht unser Zimmer? Okay. Das ist auch ein... Hä, wo ist denn unser scheiß Hotelzimmer hier? Da oben, Bruder. Wie komme ich da hin? Ah, I see. Der sieht aus wie einer von LKW. Ja. Gefühlt jeder zweite hier sieht aus wie einer von LKW, Digga. Kaufen $250, Alter. Junge. Warum ist das so fucking teuer, Alter? Ich will jetzt hier nicht $250 liegen lassen. Wie viel haben wir? 407. Wenn ich jetzt für $250 das Ding kaufe, dann fehlen mir wieder die $200 Starteinsatz für dieses Würfelspiel. Weil da brauchen wir $200, um es zu spielen. Und es ist einfach eine Quest, es zu machen. Junge, fuck mich das ab, Alter. Okay, wenn es so ist, dann... Genau, wir müssen ja hier auch noch hin. Ich kenne dich. Oh, die Nonne mit dem Geldtransport. Mit der wir reden sollen. Ich glaube, wir könnten so viel Geld machen, wenn wir einfach jagen würden und den Shit dann verkaufen. Aber ich habe keinen Bock, Alter. Ich habe einfach keinen Bock drauf, hier irgendwelche Tiere zu killen und zu häuten. Aber das war auch schon bei Red Dead Redemption 2 so. Da hatte ich auch kein... Ich wollte so gerne alle Collectibles haben, aber ich hatte einfach keinen Bock zu angeln, Digga. Einfach keinen Bock zu angeln, Alter. Beklau mal mehr Leute. Du kannst ja keine Leute beklauen. Außerdem sind wir hier Good Guy. Wir helfen den Leuten. Ich bin fucking Robin Hood, Alter. Also einzige Möglichkeit wäre, du erschießt sie und nimmst dann ihr Geld. Das mache ich halt nur bei Gegnern, die ich sowieso umbringen muss. Aber ich habe auch, das lohnt sich glaube ich auch nicht, weil dann kriegst du ein fucking Kopfgeld und dann musst du dein Kopfgeld bezahlen und ja. Warte mal, kann ich hier jetzt, ach nee, komm, wir machen das, jetzt sitzen wir schon mal hier. Weil ich glaube, wir können keine Schnellreise von hier, wir sind jetzt praktisch hier in diesem unteren Teil von, wir sind jetzt in Mexiko. Wir sind jetzt in Mexiko und ich glaube, wir können von hier keine Schnellreise zu den Orten hier oben machen. Müssen wir aber nachher mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ging nicht. So, hier ist die Nonne mit ihrem Esel. Hä? Ich dachte, wir spenden ihr mal $10. $10, die wir eigentlich selber brauchen, aber ist okay. Could you find it in your heart? To donate some money for the poor, perhaps cast a little sunlight into their lives. Well, maybe, but ain't it the Lord's responsibility to look over his flock, not mine? Yes, but the Lord has brought you to me so you could help me. They're at their wits' end, and their faith has been cast aside. All it would take is a few dollars to get them started on the right path, so they could see there are those who care. A few dollars to completely restore someone's faith? I never knew life is so simple. There you are, sister. Alter, das waren aber mehr wie $10. Life is much simpler than we make it. Gracias, señor. And God bless you.
Okay, neue Mikro kommt 15:45 bis 18:45 Uhr. Ist natürlich auch ein schöner Zeitrahmen. Okay, so, dann hätten wir das erledigt. Dann haben wir hier noch der Witzbold. Oh, Luisa Fortuna. Machen wir erstmal das hier. Kann ich hier ein Lager aufschlagen oder sind wir, zählen wir als in der Stadt hier? Ja, wir sind in der Stadt. Okay. Na gut. So, aber hier können wir ein Lager aufschlagen. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal speichern. Und Zielort reisen. Nach Wegpunkt. Achso, nein. Aber ich hatte nur Zielorte hier in Mexiko. Also wir konnten nicht nach... wir konnten jetzt nicht zurück nach Amerika. Das heißt, wir heben uns das Würfelspiel auf für, wenn wir irgendwann zurückkommen. Weil ich habe keinen Bock jetzt hier 100 Mal hin und her zu reiten. Von morgen wieder zwischen 5 a.m. und 2 p.m. Alter Junge, ihr mit euren Uhrzeiten, Digga. Okay, das heißt, wir schlagen nochmal ein Lager auf und warten nochmal. Immer noch die falsche Uhrzeit. Vergeht überhaupt Zeit, wenn wir hier lagern, aber nicht spa- also ich weiß es nicht. Oder müssen wir irgendwie speichern oder so, damit jetzt Zeit vergeht? Das kann natürlich sein. Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwann bin ich jetzt hier oben, Alter. Spring! Yes, here we go. Das mit den Uhrzeiten hier triggert mich so hart, Alter. Das ist so nervig. Immer noch die falsche Uhrzeit. Dummer Hurensohn, Alter. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist einfach, das gab es zum Beispiel im wo waren das? Ich glaube Spider-Man. Dass du da hingehst, wo die Quest wäre. Und, dir das Game einfach sagt, hey, pass auf, ist die falsche Uhrzeit, möchtest du warten, bis die Uhrzeit erreicht ist, und dann drückst du einfach X
Und dann vergeht einfach die Zeit, bis es soweit ist. Aber das hier ist ja kompletter Abfuck, Alter. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann scheiße ich auf ihre Quest. Na, sieht gut aus. Wenn ich jetzt noch hier runterkommen würde, das wäre natürlich... jawoll! Beautiful, beautiful. Gott sei Dank. Pesa mucho. Está bien, Mama. Está bien. Señor Marston, mamá, papá, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family's indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. Your nobility is almost as affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would too. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevarla al puerto. Su barco sale al anochecer. No queda tiempo. Mr. Marston. Can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay. Anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Alter, wo ist fucking Yucatan, Alter? Das hab ich schon mal gehört, aber ich hätte jetzt überhaupt keinen Plan, wo das ist. Yucatan, Digga. Irgendwo Karibik oder was? Wie jetzt? Wir haben ein fucking Time Limit, Alter. We do not have much time. Naja, ich merk's. I will show you the way. Ja, dann schau mal. Begib dich vor Sonnenuntergang zu den Docks, okay. Oh nee, oder? Papeles. Este camino está prohibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres un pinche rebelde. Disparen! No le dejen escapar! Go! Get away from them! Is that an army checkpoint? What is that wagon doing? Take the left here. Stay away from them. Alter, die haben aber richtig Bock. Und wir haben keine Zeit. Kann sie eigentlich sterben? Weil sie blutet schon ganz schön hart, Alter. Nein! Fuck. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Was ein Desaster, Alter. Was ein Desaster. Oh, bitte nicht die... Ach du Scheiße. Gib mir doch einen Checkpoint, Junge. Gib mir doch einen Checkpoint unterwegs. Ich will doch nicht alles nochmal machen, Game. Let's go, before I change
Alter, ich meine, die sind auf jeden Fall fucking aggressive hier, warum auch immer. Ich weiß zwar nicht, was sie gegen uns haben, aber... Ich weiß noch nicht, wie knapp dieses... Ich weiß noch nicht, wie knapp dieses Zeitlimit bemessen ist, das wir haben. Ob wir da eher so ein bisschen Puffer haben oder ob wir das wirklich... Ob hier jede Kurve zählt. Okay, diesmal fahren wir auf jeden Fall richtig. Yep. Okay, die fucken mich ab hier. Ja, Junge, wie soll ich lenken, während ich schieß, Mann? So, weiter geht's. Go, 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 go. Glaube ich, ein Maschinengewehr vom Sound her. Alter, wir dürfen jetzt... Alter, jetzt ist voll Fokus. Wir dürfen auf keinen Fall nochmal verkacken, weil wenn ich das hier nochmal machen muss, dann drehe ich, glaube ich, komplett durch. Okay. Schienen sind nicht so cool. Hat er gerade wirklich auf den scheiß Papagei gezielt, Digga? Oh, wir haben es, glaube ich, geschafft. Pro Gamer. Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Travel safely. Sehr schön. So. Jetzt mal gucken, wo wir sind. Okay. Was geht hier jetzt ab? Eva in Gefahr, Digga. Wer ist Eva halt? Wer ist Eva? Aber nichtsdestotrotz, wir campen hier einmal. Und gehen nach Las Hermanas. So, zum Zielort reisen. Las Hermanas. Let's go.